So, Anja, du wirst heute für mein Schatzi eine wundervolle Rache vollbringen. Und zwar hast du die Ehre, meine Gute. Ja. Den blöden Rothörner Stamm, den wirst du jetzt komplett zerlegen. Weil die sind meiner Liebsten so auf den Sack gegangen, wo wir Multiplayer hatten. Ja, Schatz. Diese Rache vollführe ich jetzt für dich. Bäm! Einmal die Kanone ins Gesicht von der blöden Kuh hier. Bäm! Tot. Ich mach euch kaputt. Eure Knochen unter Hufen zermalmt. Das glaube ich nicht. Hast du schon mal einen Leviathan gesehen, du Arsch? Da haut er ab. Den jag ich. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen nur große Bestien, weil der hat ja auch fast nur große Bestien. Ich mach mal wieder eine Schnellspeicher-Datei. Und du, mein Freund, erfährst jetzt meinen Zorn. Ohne Gnade. Oh, das wird mir so erotisch gut tun, dich jetzt einfach nur zu zerschmieren. Und dann schmiere ich mich mit deinem Blut ein. Überall. Und das Zimmer ja auch. Anja. Ihr bleibt auch hier. Du kannst hier hinten bleiben. Ihr geht auch mal hier irgendwo hin bei einer Mutti. Warte mal. Ja. Geht mal hier in so eine Mutti. So. Dann wollen wir sie uns mal angucken. Die Tiermenschen. Sie bringen Minotauren mit. Drei riesige Zygors. Ja, und die Kleinen siehst du wieder nicht. Die sind immer so schön getarnt auf Entfernung. Und hier ist der hässliche Anführer. Was ist das für eine hässliche Milka-Kuh? Alter, schreist dir das Euter ab und steckst dir in die Fresse, du Blödmann. Verstehst du mich? Weißt du, was jetzt passiert? Der Hölle. Jetzt kommt der Hölle. Denn wir sind einfach nur der Untergang, du Blödmann. Das wirst du jetzt erleben. Verstehst du mich? Verstehst du, was ich sage? Scheiß Milka-Kuh. Ich werde dich zerklopfen. Aber volles Rohr. Auf den Zygor. Jawohl. Zerballert die Viecher, Alter. Hier, auf den. Deine blöden Steine. Ich zerballer deine scheiß Kühe hier, du Wichser, Alter. Verstehst du mich? Jawohl. Au. Boah. Mal die Milka-Kühe weg. Hier, du gehst auf den. Der braucht gar nicht denken, dass der jetzt. Jawoll! Einmal! Jawoll!
zerballert ihn. Ich mach dich kaputt. Jetzt reicht's. Mein Schiff. Einmal in der Mutti. Nochmal in der Mutti. Feuer! Du Blödmann. Oh, wie so umklatschen. Ich zerleg die jetzt. Jawoll. Da steht nochmal auf. Ja, die halten schon aus, gell? Aua. Jawoll. Oh, einmal umgeboxt mit der Kanone. Dich mache ich kaputt. Los, Levi. Ja. Da steht nochmal auf. Ja. Levi. Du machst den bitte tot. Und du auch. Komm, einmal schießen. Du bitte auch. Schießen. Schieß den mal tot. Ich will, dass der am Dreck liegt. Kann man jetzt? Immer noch nicht. Jetzt. Jawoll. Und den blöden Anführer. Der ist auch weg. Jawohl. Und den Anführer. Ich sag mal, Anja, du musst den zwicken. Den mache ich kaputt. Die Zeit nehme ich mir für meinen Schatz. Anja, jetzt ist aber Schluss, gell? Ihr geht mal alle aus der Stellung raus und dann alle hier drauf. So. Ja, schmeißt ihn rum wie Müll, diese scheiß Kuh. Hoho, zerballerten. Jawohl. Ich will, dass der weg ist. Ja, du Dreckvieh. Du bist doch nix. Ja, warte mal. Ihr bleibt alle hier. Und Anja macht einen Platz. Die macht richtig Damage. Jawohl. Du Blödmann. Na? Mein Schatz, sie angreifen. Jetzt machst du dich platt. Anja. Ja, bleibt schön hier. Ja, das wirkt bei dem nicht. Was ist denn das?
Na gut. Dann alle auf ihn. Ja, du Penner. Alter, ich zerschieß dir die Fresse. Von dir bleibt nur Matsch. Wow, du Dreckvieh. Bumm. Da liegst du wie Müll. Du Blödmann. Das nächste Mal spielen wir eh ganz anders. Da hast du nichts mehr zu melden, mein Freund. Die Zeit nehme ich mir. Jawoll, ihr müsst den mal richtig schön zerschmieren. Das Schiff noch mal mit drauf, komm. Auf die Mutti. Wieso treffen die denn nicht? Der hat gar keine Abwehr. Schön ein bisschen lächerlich, gell? Ach, wisst ihr was? Lass ihn entkommen. Dann jag ich ihn weiter. Das ist auch nicht so schlimm. Ich jag den weiter, bis ans Ende der Welt. Du bist kein actual Herzenslähmer. Du lähmst überhaupt nichts. Du! Ich lähme dich. Das hast du gesehen, wie du nichts mehr konntest und nur noch rumgeflogen bist. Wie so eine Wassermelone, die man zertritt. Weißt du? Du! Du nervst uns noch einmal, mein Freund, gell? Mit deinen blöden Milka-Kühe. Deine komischen Trolle hier, oder bist du sein soll, die mit irgendwelchen Erdklümpen werfen. So. Gib mir mal dein Geld. Oh, hab ich dich ausgelöscht. Fraktion vernichtet, Rothörnerstamm. Schatz, nur für dich. Weil das war mir jetzt zu blöd, da hätte ich lieber eine zweite oder dritte Schlacht gerne noch gemacht. Aber das war mir jetzt zu dünn. Okay. Anja? Wir wollen immer noch hier die Stadt so ein bisschen niederreißen, gell? Aber erstmal leveln wir auf. Fähigkeiten. Jetzt wird's interessant. Hä? Ich hab doch 4 Punkte. 6 Punkte. Oh Gott. Oh, ist das Müll? Na, dann müssen wir hier halt noch mal. Machen wir das halt noch einmal. Oh, wie der Fresser. Bekommt jetzt einen Nahkampfangriff. Damit der mal schön die Mutti klatscht. Richtig schön ins Gesicht. Komm. Die müssen mal besser treffen. Jack Marrow. Ja, mit dem haben wir auch schon ein bisschen was, gell? Was ist denn das hier nochmal? Ja, Müll. Hm, jetzt greift hier nämlich keiner mehr an, gell? Ja, der überlegt sich auch dreimal, aber angreift. Admiral of the Fleet. Serve for eternity. Das sollte der sich schon überlegen, gell? Okay, dann überspringen wir eine Runde. Ey, warte mal, jetzt müssten wir doch langsam mal in unserem Galeonfriedhof. Noch 3 Runden. Aha. Die Immerkönigin hat ja alles eingenommen, fast. Enkari ist weg und ausgelöst. Nee. Enkari existiert noch. Tor Achara, wo ist denn das?
Hier, ne? Hier war das, glaube ich. Irgendwo. So, Anja hier mitten im Getümmel. Hier ist ganz schön was los. Das Chaos will hier Bretonnia davon abhalten. Aber Bretonnia hat das ja eingenommen. Ich hoffe, wir sind schneller. Dann machen wir die mal platt. Dann reißen wir das einfach nieder. Und dann können die sich hier weiter ausbreiten. Hier. Bellacor-Portal. Okay. Eine Runde überspringen. You come at me, lover, but I am the daughter of the sea. Ruhe! Euer kleiner Geist vermag den großen Plan nicht zu verstehen. Es gibt nur einen Plan, das ist der von der Anja. Wisst ihr? Lord Mazdamundi, legendärer Anführer der Echsenmenschen. Wenn du Krieg willst, dann mach. Wisst ihr was? Uns streckst du hier nicht nieder. Das ist Fakt. Ja, mal sehen, wie weit wir noch kommen. Ja, mein Erzfeind. Bevor das Update rauskommt. Weil dann muss ich mal gucken, mit wem ich nun spiele. Den Wechselbalg, ob ich den nun aufnehme oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Im Winter zum nächsten großen Update dann auf jeden Fall Nörgel, hoffe ich, wenn da ein cooler Anführer dabei ist und neue große Viecher. Ich will große Viecher. Und Magie und alles. Okay. Jetzt hauen die ab. Hier ist schon das nächste Schiff. Okay. Ja, trotzdem sind sie noch. Trotzdem sind sie ja noch in der Stadt. Okay, mit ihren paar lächerlichen Einheiten. Ja, die Nords, die sollte man auch nicht unterschätzen. Man sollte eigentlich niemanden unterschätzen. Der lässt mich tatsächlich jetzt in Ruhe, ne? Der hat die Schnauze voll. Der Reichsmarschall Haughoff. Lautetes Schwich. Diese purpurnfarbenen Winde der Magie sind seltsam ruhig in dieser Gegend. Die Bindungen, die unsere Truppen an diese Welt und unseren Willen fesseln, sind dadurch äußerst schwach. Sollten wir warten, bis der Wind wieder günstiger steht, oder dessen ungeachtet weiterziehen? Eine ewige Warterei. Bewegungsreichweite minus 20%, aber Führerschaft ist höher. Doch, das bisschen. Ja, fürchtet die Piratenkönigin. Piratengöttin. Die Orks sind gescheitert und die Dinos, die hampeln irgendwas rum. Ja. Ausrauben. Ne, niederreißen. Komm. So. Anja, das hast du gut gemacht. Easy pickings around here. Was? Easy picking? Hab ich jetzt verstanden? So. Not in this world or the other. Alter, das ist doch wieder die, die ganze Schatzkarte öffentlich hat. Guck dir das mal an. Die blöde Mutti. Scheiß Elfriede hier. Gut. Dann überspringe ich jetzt noch eine Runde. Und dann will ich die fette Mutti, der boxe ich einfach die Schätze vom Kopf. Die gehören in meine Schatzkammer. Verstehst du? Die Jünger des Schlunz sind noch da. Also ist Krak noch da. Ich hab's gerade gesehen. Und Valkia ist auch noch da. Valkia. Eine mächtige und schöne Frau, die zu einer Dämonin geworden ist. Oh, kämmerische Kriegsfinks.
Alter. Ich muss die Gruftkönige auch mal spielen, gell? Vielleicht nehme ich die als nächstes auf. Die haben auch so geile, riesige Viecher und Skorpione und alles. Oh Mann, mein Erzfeind. Dich werde ich zwicken. Ich bin schon auf dem Weg zu dir, quasi. Da war sie. Ich hab's oben gesehen. Da ist sie. Da. Der Valkyr. Oben das Symbol. Das siehst du, Schattenlegion. Das ist bei Lacour. Ganz schön was los auf der Map. Tala. Dieser Name schon. Ey, so viel Schätze, wie die auf dem Kopf habt, das Schiff, das müsste ja untergehen, ehrlich. Und der Blödmann. Na, da kann ich wenigstens Menschen zerfetzen. Die fliegen immer so schön rum. Die kannst du schön zermatschen. Und zwicken. Zwicken. Mit die Krebse. Alter, eine Flotte. Ah, das sind ja nur Helden. Das ist ja keine Armee. Ja. Macht mich nicht wütend. Dann lasse ich euch auch in Ruhe. Ich will nämlich weiterziehen. Ich habe noch ein paar Sachen vor. Den will ich mir auch noch schnappen. Alter, ist jetzt Bewegung in der Karte. Na gut, es ist ja immer, du siehst es noch nicht, wenn es sich aufgedeckt ist, gell? Alter, die machen auch ganz schön viel, ne? Die Echsenmenschen. Legion des Chaos. Legion des Chaos ist ja der Dämonenprinz, ne? Der ist weg. Niedrige Loyalitätsstufe. Einer eurer Admirale hat heimlich Besatzungsmitglieder rekrutiert und Vorräte gesammelt. Seine Loyalität gegenüber der Flotte ist zweifelhaft. Vielleicht plant er, sich davon zu machen oder das Kommando an sich zu reißen. Ja, und das deswegen, das hasse ich halt. Das hasse ich halt. Das heißt, jetzt haue ich die Kommandanten auch raus. Ich brauche keine Leute. Komm, alles weg. Wir packen das auch ohne eure Scheiße hier. Gell? Weg. Admiral of the Fleet. Weg. Und weg. Dann fliegen die jetzt raus. Hier. Jack Marrow. Der hat mich also verraten. Der Blödmann. Jack Marrow hat mich verraten. John, der hat runter. Ihr fliegt jetzt alle raus. Es ist mir scheißegal. Weil das nervt. Ah, das ist halt Piraten, ist klar. Die kämpfen ja immer so um den höchsten Rang, gell? Das machen wir ja auch. Aber dann hole ich mir ja keine Kommandanten mehr. Ist mir scheißegal. Gell? So, Jack Marrow. Probier's nur. Du wirst jämmerlich scheitern. Da hat er uns verraten, gell? Ja. Tja, mein Freund. Du weißt, was das heißt. Du wirst dein untotes Leben auch verlieren. Tut mir leid. Denn ich kenne keine Gnade. Keine Gnade. Gut, Aranessa. Weißt du, was du jetzt machst? Du wirst dich hier zwicken. Du wirst die zwicken. Und das machen wir nämlich
Aber in der nächsten Folge. Ich will das wirklich so, die kleinen Geschichten immer für sich lassen. Das war jetzt hier der Rothörner-Stamm und der Verrat von Jack Merrill. A pirate queen needs a throne. Jack Merrill, hörst du mich? Dafür wirst du in der Hölle schworen, und zwar in meiner. Und ich werde dein Gold zählen, was übrigens zu mir gehört, was du dir da genommen hast. Da kenn ich nix, mein Freund. Ich werde dich zerfetzen. Und dein Scheißschädel spieße ich auf einen Pfahl und die benutze ich dann als Paddel. Im Eiswasser, bis es dich zerbröselt. Ja? So wird's kommen, mein Freund. Bis dahin. Ahoi!